Uttita Eka Hasta Pada Uttanasana gehört zu den stehenden Vorwärtsbeugen und damit auch zu den Stehhaltungen, den Vorwärtsbeugen. Sie gehört auch zu den Übungen, die besonders die Flexibilität der Rückseite der Beine entwickelt. Von der aufgerichteten Stehhaltung ausgehend, atme ein und hebe die Arme hoch. Und jetzt atme aus und senke die Hände auf den Boden, etwa 20 bis 30 cm vor den Füßen. Jetzt fasse mit der linken Hand an den linken Fuß und hebe den Fuß nach vorne hoch und ziehe den Fuß zu dir hin, während du gleichzeitig das Standbein gestreckt hältst und versuchst, Kopf zum Bein hinzugeben. Als kleine Variation könntest du auch die linke Hand auf dem Boden halten und dann mit der rechten Hand an die Außenseite des Fußes fassen und von hier ausgehend das Bein zu dir hinziehen. Alles Variationen von Uttita Eka Hasta Pada Uttanasana. Uttita heißt stehend, Eka Hasta eine Hand, an Pada den Fuß. Und das Ganze ist Uttanasana, eine intensive Dehnübung.